Hey, hallo. Um die Playlist, die ich angefangen habe, Chinesisch Schreiben lernen fortzusetzen, wollte ich euch heute was über Radikale erzählen. Radikale in der chinesischen Schrift, und es leitet sich ab vom lateinischen Wort Radix für Wurzel. Denn so wie sich eine Pflanze von ihrer Wurzel ableitet, kann man auch chinesische Schriftzeichen von ihren Radikalen ableiten. Ich habe das hier mal vier geteilt in vier Kategorien, wobei die letzte Kategorie wie so häufig einfach so eine Resteschublade ist. Und ja, ich fange am besten mal direkt an. Also diese Radikale sind extrem wichtig. Wie gesagt, man kann davon die Schriftzeichen ableiten. Wenn man einen Text liest und einem ein unbekanntes Schriftzeichen über den Weg läuft, von dem man nicht weiß, was es bedeutet oder wie man es liest, also welche Lesung es hat, dann kann man es mit Hilfe des Radikals suchen. Dazu muss man jetzt aber bei den Schriftzeichen erstmal wissen, was das Radikal überhaupt ist, damit man sie suchen kann. Da gibt es eine Handvoll Faustregeln und ich habe das jetzt mal für uns ganz einfach auf die ganz wesentlichen Bestandteile reduziert, damit das hier in das Video passt und nicht ganz so komplex wird. Also, ich habe Beispiele gemacht. Hier haben wir das Schriftzeichen Zhong, das Ende. Und da ist das Schriftzeichen der ganz linke Teil, die Seide. Und das heißt also, wenn wir Schriftzeichen haben, die aus von links nach rechts angeordneten Blöcken zusammengesetzt sind, dann ist das Radikal häufig der ganz linke Teil oder kann der ganz linke Teil sein, so wie hier. Ebenfalls eine Möglichkeit ist, dass bei so einer Anordnung innerhalb des Schriftzeichens der ganz rechte Teil des Radikals, wie hier bei Bu. Bu ist der Teil oder der Abschnitt, ist auch die erste Silbe oder das erste Schriftzeichen von Bu-Shou, was das chinesische Wort für Radikal ist. Hier haben wir dieses SZ-ähnliche Teil und steht hier ganz rechts und ist hier halt das Radikal dieses Zeichens. Was wir auch haben können, ist der Fall, dass das Radikal ganz oben steht. Hier haben wir das Schriftzeichen Cao für Gras. Und hier oben, dieser Bestandteil, ist das Radikal für Pflanzen oder für Gras an sich. Ist halt entsprechend ganz praktisch, dass es auch das Radikal für das Wort für Gras ist. Radikal steht ganz oben. Nächster Fall ist, das Radikal steht ganz unten. Das ist hier bei Huan, dem Unglück oder der Katastrophe, der Fall. Da haben wir als Radikal des Schriftzeichens Huan, das Herz, an ganz unterster Stelle. Der nächste mögliche Fall ist, dass das Radikal das Schriftzeichen begrenzt oder einschließt. Rahmenkonstruktionen haben wir ja beim Aufbau der Schriftzeichen gelernt. Und das kommt uns jetzt wieder unter an dieser Stelle. Haben wir einmal diese Konstruktion hier, dieses Laufen oder der Fuß, je nachdem, wie man das irgendwie benennen möchte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht genau nachgeguckt. Begrenzt das Schriftzeichen von zwei Seiten und ist in diesem Fall das Radikal des Schriftzeichens Jin, betreten, eintreten, irgendwo hineingehen. Ebenso eine Rahmenkonstruktion haben wir hier im Jian. Jian ist so die Lücke oder der Zwischenraum oder der Abstand oder auch spionieren, je nachdem. Gerade im vormodernen Chinesisch heißt es auch öfters mal spionieren. Da haben wir dieses Men, das Tor, dass das Zeichen einschließt und das ist in diesem Schriftzeichen das Radikal. Dann haben wir noch den Fall, dass wir das Radikal gar nicht so leicht erkennen können, weil wir relativ viele Bestandteile im Zeichen haben, die problemlos das Radikal sein könnten, wie zum Beispiel hier das Sch. Sch, Ding, Sache, Angelegenheit. Also nicht das greifbare Ding, sondern ja die Angelegenheit oder die Gegebenheit oder so. Da ist das Schriftzeichen der senkrechte Strich, der das Zeichen ganz durchstößt. Es gibt also folgende Regeln. Entweder das Radikal steht ganz links, ganz rechts, ganz oben, ganz unten. Es umschließt das Schriftzeichen von mindestens zwei Seiten. Oder hier von drei Seiten. Oder die letzte Regel, und das sind die, die in der Regel am schwersten zu erkennen sind. Es ist der Strich, der am weitesten oben im Schriftzeichen anfängt. Das ist hier beim Sch der Fall. Das ist dieser senkrechte Strich und der beginnt oder ist der oberste innerhalb des ganzen Zeichens. Gut.
So viel erstmal dazu, wie man anhand der Position im Zeichen diese Radikale erkennen kann. Das zweite ist die Gestalt der Radikale. Jetzt könnte man denken, wenn das Radikal so ein Wurzelzeichen ist, Wurzelzeichen in Anführungsstrichen, auf das man das Zeichen zurückführen kann, ist es zwangsweise immer recht einfach konstruiert. Ist aber nicht der Fall. Hier habe ich das Schriftzeichen Tian, Himmel, und hier das Schriftzeichen Yan. Yan bezeichnet irgendwie jenes oder in Bezug auf jenes. Das ist im modernen Chinesisch, glaube ich, nicht mehr so gebräuchlich, aber für das klassische Chinesische ist es ein essentielles Schriftzeichen Yan. Und die beiden haben als Radikal den waagerechten Strich. Das ist halt vom puren Verständnis her, es ist ein ganz einfacher Bestandteil, so ein waagerechter Strich, also prädestiniert, das Wurzelzeichen zu sein. Da haben wir halt den Fall, den ich zeigen wollte, dass einmal ein sehr einfaches Schriftzeichen, aber auch ein sehr komplexes Schriftzeichen, beide ein sehr einfaches Radikal haben können. Das heißt also, die Gestalt des Radikals lässt keine Rückschlüsse auf die Gestalt oder die Komplexität des Gesamtzeichens zu. Weiterhin ist es so, dass nicht nur so einfache Bestandteile wie der waagerechte Strich das Radikal sein können. Wir hatten hier auch schon Radikale mit mehr Strichen. Dieses Mön hat ja auch relativ viele Striche beispielsweise. Wir haben auch den Fall, dass wir halt komplexere Radikale haben. Hier im Schriftzeichen Zu. Zu für Essig. Haben wir als Radikal diesen linken Bestandteil, habe ich hier nochmal eingeklammert extra, der aus 7 Strichen besteht. Der ist auch schon relativ komplex. Oder hier im Schriftzeichen Jing für Wal ist das Schriftzeichen der Fisch, Yu. Und dieses Radikal hat 11 Striche, ist also auch ein relativ komplexes Radikal. Und ich habe extra ein Beispiel mit dem Fischradikal genommen, weil das auch ein recht häufiges Radikal ist. Es gibt also auch keine Faustregel, anhand derer man sagen kann, dass einfache Radikale häufig sind und komplexe Radikale selten. Da gibt es auch keine Faustregel. Also Radikale können einfach sein, können aber auch komplex gestaltet sein. Wir haben 1 bis 17 Striche. So viel kann ich schon mal sagen. Also das steht fest auf jeden Fall. Das komplexeste Schriftzeichen, das komplexeste Radikal hat 17 Striche. Und genau, Komplexität des Radikals lässt keine Rückschlüsse auf die Komplexität des Schriftzeichens zu. Und die Komplexität des Radikals lässt keine Rückschlüsse auf die Häufigkeit seiner Verwendung zu. Also auch komplexe Radikale können verhältnismäßig häufig auftauchen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, zu den Formen. Radikale werden meistens, es sei denn, es sind so einzelne Striche, von Schriftzeichen abgeleitet, aber müssen nicht immer dieselbe Form haben wie das Schriftzeichen, von dem sie sich ableiten. Als erstes habe ich aber ein anderes Beispiel genommen, nämlich die Seide. Da gibt es 2 Varianten. Der obere Teil ist jeweils identisch, der untere Teil ist unterschiedlich. Da haben wir auf der linken Seite 3 Striche, die nebeneinander sind. Auf der rechten Seite haben wir einen zentralen Strich, um den 2 kleine Striche gruppiert sind, so wie das Schriftzeichen Xiao, klein. Das sind unterschiedliche Varianten in Hand- und Druckschrift. Aber wir haben auch noch die feste Regel oder die konkrete Regel, dass Schriftzeichen ihre Form verändern, wenn sie ein Radikal werden. Das kann obligatorisch sein, wie zum Beispiel beim Shui. Das Wasser Shui wird als Radikal immer zu diesen 3 Punkten. Wassertropfen oder 3 Tropfen Wasser wird das genannt. Das ist bei manchen Schriftzeichen aber auch nicht obligatorisch. Das Schriftzeichen Ho kann als Feuerradikal, wenn es links im Zeichen steht, diese Form haben, also seine reguläre Schriftzeichenform, nur ein bisschen schmaler. Es kann aber auch diese 4 Punkte sein, so wie die Asche eines Feuers, die unten am Boden liegt. Ebenso verhält es sich mit dem Schriftzeichen Xin für Herz, das einmal seine reguläre Form behalten kann, so wie hier im Huan, im Unheil. Herzradikal in regulärer Form. Eine häufige Abwandlung, wenn das Herzradikal auf der linken Seite steht, und das tut es bei relativ vielen Schriftzeichen, dann nimmt es diese Form an, in der es nur noch 3 Striche hat. Ein senkrechter Strich und 2 kleine Punkte, die darum gruppiert sind.
Also Radikale leiten sich von Schriftzeichen ab, können aber unterschiedliche Formen haben als die Schriftzeichen, von denen sie sich ableiten. So, und dann kommen wir zur Resteschublade, zu Sonstigem. Manchmal sehen wir ein Schriftzeichen, wie diesen Fisch, Ü. Falls wir ihn nicht kennen, könnten wir davon ausgehen, dass dieses hier vielleicht das Feuerradikal sein könnte. Es ist aber in diesem Fall nicht so, weil das Schriftzeichen Ü selber ein Radikal ist. Deswegen werden wir dieses Schriftzeichen nicht unter Feuer finden. Ebenso, wenn wir das Feuer haben, da habe ich gleich eine Dreierkette gefunden, das war ganz gut. Der Strich, der am weitesten oben ist, ist dieser hier und der ergänzt sich mit dem zu dem Schriftzeichen Gen für Mensch. Das heißt also, man könnte denken, dass man dieses Schriftzeichen, falls man es nicht kennt, unter Mensch findet. Ist aber nicht der Fall, denn Feuer, Chor, ist seinerseits selber ein Radikal, es wird also nicht unter Mensch zu finden sein. Das ist ganz wichtig, dass man die Sachen dann auch lernt, richtig in Bestandteile zu zerlegen und danach zu analysieren. Und das Letzte ist das, was ich oben schon mal gesagt habe, ein Schriftzeichen kann als Radikal zwei unterschiedliche Formen haben, je nachdem, ob es links steht oder unten. Also in welcher Position im Zeichen das Radikal steht. Und eine Sache, dieser SZ-ähnliche Bestandteil ist auch ein Radikal und das kann sich von unterschiedlichen Schriftzeichen ableiten, je nachdem, wo es im Zeichen steht. Das heißt also nicht, ein Schriftzeichen kann unterschiedliche Radikale bilden, sondern unterschiedliche Schriftzeichen bilden ein und dasselbe Radikal. Das ist meines Wissens aber nur bei diesem Radikal so. Steht es links im Zeichen? Leitet es sich von diesem hier ab, Fu, das Schriftzeichen für einen Hügel. Steht es rechts im Zeichen, leitet es sich von I ab, das Schriftzeichen für Dorf. Also ein Radikal kann auf zwei unterschiedliche Schriftzeichen zurückgehen, ist aber wirklich nur bei diesem der Fall. So, und jetzt noch ganz kurz, wie finde ich mit Hilfe des Radikals ein Schriftzeichen im Wörterbuch? Ich mache ein Beispiel dazu. Nehmen wir das Zau. Wir bestimmen das Grasradikal als das Radikal des Schriftzeichens und dann müssen wir in der Regel die übrig gebliebenen Striche zählen. Das macht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir gucken im Zeichenindex unterm Grasradikal und dort unter der Kategorie Zeichen mit Grasradikal um 6 Strichen. Und dort werden wir einen Verweis auf die Seite im Wörterbuch finden, auf der das Schriftzeichen für Gras zu finden ist, wo wir dann die Lesungen und die Bedeutungen ausfindig machen können. Immer noch ein zweites Beispiel für Juan. Wir bestimmen